sein. Und damit sage ich mal herzlich und willkommen bei Ori and the Blind Forest. Ich habe gelernt, dass ich Forest mein Leben lang falsch geschrieben habe und dass man Forest mit einem R schreibt. Ich hätte geschworen, dass es zwei R sind. Hallo Karma, schön, dass du da bist schon mal. Ja. Und ich spiele das, weil ich von diesem Spiel eigentlich nur Gutes gehört habe. Und was heißt nur Gutes? Ich habe von diesem Spiel eigentlich nur gehört, dass es eines der besten Spiele sein soll, die jemals rausgekommen sind tatsächlich. Und also zumindest, dass es im Bereich der 2D-Plattformer definitiv eines der besten Spiele der Welt sein soll und fast perfekt. Ein, zwei kleine Mankos, wie man immer wieder hört, aber es soll wohl ein fast perfektes Spiel sein. Und davon wollte ich mich jetzt natürlich selbst ein bisschen überzeugen. Ist die Soundeinstellung in Ordnung so? Das kannst du mir gleich schon mal sagen, Karma. Ja, mir ist klar, dass hier wahrscheinlich nicht viele Leute zugucken werden, weil es natürlich ein älteres Spiel ist, jetzt schon. Aber mein nächstes großes aktuelles Spielprojekt beginnt nächste Woche, kommt das Spiel raus. Ja, und da wollte ich jetzt was Kleines haben als Übergang und nichts Großes mehr anfangen. Kein Problem, Karma. Das mit der Rechtschreibung habe ich auch öfter mal. Genau. Und vor allem ist es ganz gut, weil es ein PC-Projekt ist und wir hatten ja in letzter Zeit mit PC-Streaming so ein bisschen Probleme. Glauben, dass wir es jetzt hinbekommen haben, aber vielleicht muss die ein oder andere Feintuning-Einstellung noch gemacht werden. Von daher ist das jetzt auch ein ganz gutes Experiment, um zu sehen, ob die Einstellungen wieder funktionieren und der Stream. Also ich muss sagen, allein schon diese Startmusik könnte ich mich gleich schon drin verlieben. So. Für Spieler, die mehr Story und weniger Herausforderung möchten, nö. Gute Herausforderung suchen, durchschnittliche Schwierigkeit. Reagiert empfindlich auf den Schmutz des Waldes für fortgeschrittene Spieler oder du bekommst nur eine Chance, Nibel zu retten. Die ultimative Herausforderung, na gut. Ich würde mal sagen, wir nehmen schwierig. Ich nehme eigentlich immer erstmal schwierig. Und wenn ich dann merke, das funktioniert nicht, dann muss ich es halt ändern. Das sieht halt so, so toll aus. Immer werden wir uns an diese Nacht erinnern. Als Ori von mir ging in Sturm und Wind. Hallo Asibraut. Und diese Musik. Muah. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das beste Stream-Spiel ist, aber ich habe ja jetzt gesagt, alles, was ich spiele, streame ich einfach auch. Dann sind halt mal interessantere Sachen, mal weniger interessante Sachen dabei. Oh, jetzt spiele ich einen dicken. Sehr gut. Schwalbennest. Guck doch mal, wie schön das aussieht. Das ist ja unfassbar. Asibraut hat es gespielt und geliebt. Ja, wie glaube ich eigentlich jeder, der es gespielt hat. Also ich kenne keine negative Meinung zu Ori, ehrlich gesagt. Als Narum ein Licht an sich nahm, sagt. Als ihr eigenes Kind. Oh, guck doch mal.
Werden die Bäume markiert, die schon leer geschüttelt wurden. Okay, guck mal, das ist jetzt schon die erste Überraschung für mich. Ich hätte gedacht, dass das Intro, also dass das Gameplay, mit dem Ori damals vorgestellt wurde, weshalb ich jetzt auch schon weiß, was passieren wird am Anfang, hätte gedacht, dass das wirklich das Intro ist und nicht, dass man davor noch spielt, ehrlich gesagt, aber... Ja, mach mal, Kamo. Oh, die Musik, ey. Ich würde tatsächlich so weit gehen, zu sagen, dass Musik der wichtigste Aspekt in Videospielen ist. Tatsächlich. Weil man kann auch mittelmäßige Stories und mittelmäßige Inszenierung und mittelmäßige Optik, man kann trotzdem noch enorme Emotionen wecken, allein durch die Musik. Und das ist, glaube ich, eine Disziplin, die Ori, also jetzt zu urteilen nach den ersten 5 Minuten, in Perfektion beherrscht. In dieser schicksalshaften Nacht. Tauch dich in den Himmel in flammendes Licht. Ich rief nach Ori. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Ja, hier drin ist jetzt schon alles tot. Asibraut stimmt mir zu bei meiner Meinung über Musik. Asibraut, ist für dich der Sound auch in Ordnung so, oder ist irgendwas zu laut, zu leise? Ich erinnere mich an die Zeit. Im Niedergang und ohne Licht. Okay, passt. Gut. Der Wald nur blind und traurig war. Hoffnung zeigte ihr Gesicht. Es ist so toll gemacht. Da lauert was im Schatten, da läuft was im Schatten mit mir mit. Zeigt halt, dass es oft gar nicht viele Worte braucht. Hat ja auch Rhyme schon sehr, sehr gut gezeigt. Rhyme hat nun gar keine Worte verwendet.
Ja, das wusste ich jetzt halt schon, weil diese Szene damals im Ankündigungstrailer drin war. Nun wieder ein Weise ganz allein. Aber seht ihr, das ist schon die zweite Überraschung für mich. Ich hätte halt auch hier nicht gedacht, dass gesprochen wird. Ohne Grund zu bleiben. Ich hätte gedacht, dass alles rein auf Bildern basiert. Auf der Suche nach meinem Licht. So schwach und voller Leiden. Als Schreie ungehört verhalten. Die Animationen sind halt auch super gut, ne? Und alle Hoffnung verloren ging. Oh. Als die Kraft meines Kindes wich. Denke mal, es ist der Wald, der spricht, oder? Würde ich jetzt mal so interpretieren. Und der letzte Atemzug getan war. Ja, Gänsehaut im Intro, ne? Kann man mal machen. Lebte mein Licht Ori wieder und ein neues Zeitalter begann. Was? A gedrückt halten, um höher zu springen. Ah ja, okay. Okay, das war nicht hoch genug. Oh. Ja. Hier komme ich nicht hoch. Na dann halt so. Dann aber auch Stacheln. Denke mal, die werden auch böse sein. Nee, das schafft man nicht. Na gut, dann erstmal nach unten. Nach unten und A, um durch Plattformen hindurch nach unten zu springen. Kleiner Tipp, schau dich in jeder Ecke. Also Asi-Bereich erstmal, obwohl ich das alles schon kenne, habe ich schon wieder Gänsehaut. Und kleiner Tipp, schau dich in jeder Ecke genau um. Da können geheime Wege sein. Okay. Aber ich habe halt auch Angst, in jeder Ecke zu sterben. Weil, wenn mir eines über Ori gesagt wurde, dann, dass es verflucht schwer sein soll. Nee, okay, das schafft man nicht. Und ich habe es jetzt ja auch noch auf schwer gestellt, weil ich eigentlich jedes Spiel auf schwer spiele. Kurz testen, ob die hier böse sind, aber das sind doch Stachelblumen, oder? Ja. Okay, man ist schnell tot. Moment mal, dann kann ich aber hier jetzt nochmal gucken, ob hier noch was ist. Ne, da sind auch Stacheln, okay. Es ist sehr schwer und du wirst noch sehr oft sterben, wird mir hier ermutigend gesagt. Aber ja, wie gesagt, das
wusste ich ja bereits und habe mich trotzdem entschieden, es auf schwer zu stellen. Wie gesagt, wenn ich merke, dass es dann einfach nur noch frustig wird, dann werde ich halt runterstellen. Moment mal. Kann ich damit was? Wahrscheinlich kann man vieles auch erst später machen, ne? Okay, im Wasser kriege ich auch Schaden durch die schwarzen Dinger, habe ich mir fast gedacht. Aber ich wollte es erstmal ausprobieren, damit ich später dann auch weiß, was ich als gefährlich einzustufen habe und was nicht. Wobei das Spiel eigentlich das schon relativ deutlich zeigt. So, okay. Also am Anfang ist jetzt, glaube ich, das Ganze noch relativ geradlinig. Ah, okay, die blauen. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Okay. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. B gedrückt, um Seelenverbindung zu erzeugen und Spiel speichern. Ah ja. Okay. Oh Gott! Ein aggressives Rhinoceros. Jetzt brennt's. Verletzt mich das jetzt? Ja. Nein. Du hast etwas geisterlich gefunden. Wenn du den Kreis füllst, erhältst du einen Fertigkeitspunkt. Okay, dann also doch durch. Gut, dass ich es nicht für Flammen gehalten habe. Du hast ein kleines Geisterlicht-Gefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem Kreis hinzugefügt. Finde weitere Geisterlicht-Gefäße, um schnell Fähigkeitspunkte zu sammeln. Okay. Ja, was ich gehört habe, als einzigen Kritikpunkt, ich weiß aber nicht, ob der aus der Definitive Edition rausgenommen wurde, dass es wohl eine Sammelaufgabe gibt im Spiel und dann kannst du aber später in ein bestimmtes Gebiet nicht mehr zurück. Tief im Wald fand Ori das Verlorene. X, um das kleine Licht aufzunehmen. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaums. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deiner Reise führen, wenn du das möchtest. Sei still, hörst du das? Sie muss dir hierher gefolgt sein. Wiederholt X, um die Geisterflamme zu benutzen. Ach so. Ah, okay. Kampfsystem. Okay. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung und tippe in ihren Kreis, um an den Fähigkeitsbaum zu gehen. Okay. Ah! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Okay, springen ist bei denen eher der falsche Weg. Eher unten durch, wenn sie gerade hüpfen. Oh weh. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach eins der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Hohlhahn. Genau, hier, jetzt haben wir von der Waldsenke 14% abgeschlossen. Und könnten jetzt nach Hohlhahn gehen. Und es ist wohl so, dass man später zu einem Gebiet nicht mehr zurück kann. Ich möchte aber hier nochmal lang schnell. Okay, Optionen und... Genau, das wollte ich nämlich wissen. Haha, hier gibt es nämlich noch was abzugreifen. Das habe ich nämlich mir erhofft.
So, der Fähigkeitenbaum. Bevor du ganz runter gehst zum lila Wasser, gibt es links den grünen Ast entlang etwas Geheimes. Oh Gott, oh Gott. So, okay. Wiedererwecken ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Okay. Geistermagnet, die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Flammensalve ermöglicht es dir, drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Neu formieren. Erstellt eine Seelenverbindung, erstellt eine Lebenszelle wieder her. Na gut. Stichflammeneffizienz halbiert die Kosten der Stichflamme. Luftsprint ermöglicht es Ori, den Sprint auch in der Luft zu benutzen. Okay. Ultraseelenverbindung stellt zwei Lebenszellen wieder her. Turbosprint ermöglicht es Ori, Feinde mit einem Turbosprint anzugreifen. Wasseratmung ermöglicht es Ori, in sauberem Wasser zu atmen. Seelenverbindungseffizienz halbiert die Kosten der Seelenverbindung. Dreifachsprung ermöglicht in der Luft einen dritten Sprung. Ultraverbindung verringert den Schaden, der durch Feinde verursacht wird. Okay. Hier Kartenmarkierung lässt die meisten eingesammelten Gegenstände auf der Karte erscheinen. Vitaleffizienz, eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Die meisten eingesammelten Gegenstände werden automatisch absorbiert. Eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Fähigkeitenzellen werden auf der Karte angezeigt. Die Ausbeute bei Geisterlicht. Lebenszellen werden auf der Karte angezeigt. Energiezellen werden auf der Karte angezeigt. Und dann möchte es Ori durch Wände zu sehen und versteckte Bereiche zu finden. Okay. Ermöglicht dir drei Flammen abzufeuern. Ach ja, okay. Erhöht. Ich glaube, das mache ich als erstes. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Erhöht die Stärke der Geisterflamme, vergrößert den Radius und erhöht den Schaden der Stichflamme. Wo ist denn Stichflamme? Kriege ich wahrscheinlich erst noch, ne? Stichflammenbrand, okay. Streuflamme. Ja, okay. Erhöht Stärke und Radius. Erhöht den durch den Geisterflamme verursachten Schaden noch mehr. Ultrastampfer vergrößert den Radius und verursacht Schaden beim Stampfen. Schnellflamme ermöglicht es, die Geisterflamme erheblich schneller abzufeuern. Stichflammexplosion erweitert den Radius und erhöht den Angriffsschaden der Stichflamme und Ultrastreuflamme. Okay. Ja, ich glaube, ich werde erstmal hier das nehmen für den Kampf. Und dann aber hier, der klingt auf jeden Fall auch sehr sinnvoll, der Baum. Den mittleren weiß ich noch nicht, wie nötig das ist. Genau, weil jetzt kann ich das nämlich alles wegballern. Kann dafür Erfahrung mitnehmen. Ach, die laden sich auch wieder auf, die Blumen hier, ja? Okay. Na, ah, oh Gott. Oh, das war nicht schlau. Erfahrung vergeudet. So, weil dann müsste ich mir jetzt ja hier eigentlich noch ganz neue Wege öffnen können. So, Asibaud, und wo meintest du jetzt? Da, wo ich vorhin war, quasi? Warte mal, bevor du ganz runter gehst zum lila Wasser, gibt es links den dünnen Ast entlang etwas Geheimes. Okay, warte, Moment mal. Ach, ich komme jetzt aber nicht mehr hoch, ne? Ah, verdammt. Vielleicht komme ich ja hier wieder hoch, mal sehen. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt werden, um schnell durch ganz Nibel zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Okay. So, ich trinke nur mal kurz einen Schluck. Ja, und wie gesagt, dass bei Ori nicht viele zugucken werden, das ist wahrscheinlich auch nicht das optimale Meme-Spiel ist, was es so gibt. Ist mir vollkommen klar. Aber. Ah, okay, also hier komme ich erstmal nicht wieder hoch. Oder? Hiermit? Ah, doch.
Aha. Den dünnen Ast entlang etwas Geheimes. Ah. Yes, yes, ja. Ein Fähigkeitspunkt. Da ist auch noch ein Splitter. Ah, okay, da kommen jetzt die Metroidvania-Elemente ins Spiel rein. Okay, die kann ich nicht kaputt machen. Aber den hier kann ich kaputt machen. So. Ach, man kann, wenn man nach unten drückt und kreist, dann macht man ein Salto. Wie cool. Hier komme ich. R1, um Objekte zu greifen und zu verschieben. Ne, rechten Trigger, nicht R1. Ah, okay. Was bist du denn? Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl an Schlüsselsteinen nötig ist. Okay, dann schiebe ich den jetzt mal hier rüber. Dann kann ich jetzt nämlich zum einen... Komme ich hier gar nicht hoch, so? Oh, Moment. Also ich kann ja zum einen hier hoch und zum anderen kann ich da noch über die Blumen rüber. Frage ist, führt es woanders hin? Ich glaube nicht, oder? Jawohl, noch ein Schlüsselstein. Bin der Beste. Spiel gewonnen. Oh Gott. Oh, Gott sei Dank. Ah. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls war ein Tor ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Okay. Dafür brauchen wir zwei, aber ich möchte mir gerne erstmal noch... Respawnen die Gegner, kann man also quasi Erfahrung farmen. Nee, ich kann jetzt aber offenbar dafür, also um dann hier rüber zu kommen, brauche ich dann offenbar erstmal den Doppelsprung, richtig? Sieht mir so aus. Ja. Scheint so zu sein. Na gut, dann gehe ich jetzt mal zum Geistertor. Ah ja, okay, man könnte... Aua! Man könnte sich tatsächlich Erfahrung erfarmen, theoretisch. Läuft das Spiel dann die ganze Zeit flüssig? Das wäre ja für mich auch mal ganz interessant, aber es sieht bei mir beim Stream jetzt gerade so aus. Das wäre ja schon mal sehr schön. Und ist das Bild auch halbwegs klar und so? Ach. Okay, das Kampfsystem muss ich eindeutig noch üben. Okay, da nach unten geht es zum Hohlhain, nach oben zum Schwarz, in die Schwarzwurzelgänge und links zur Geisterhöhle, da wo wir lang müssen. Aber ihr kennt mich. Oh. Die Hüpfenden hasse ich. Wo ist er? Immer erstmal da lang, wo ich nicht lang soll. Geht das? Nee. Oder? Nee, sieht nicht so aus. Okay, da komme ich noch nicht lang. Au. Oh, und die ganze Erfahrung ist wieder weg. Eieiei, das wird ja was. Das wird ja was.
Okay, also nochmal hier schnell rein. So, den Fähigkeitspunkt gebe ich erstmal noch aus. Ach, kann, ach Gott, oh Gott. Hier wird fröhliches Sterben gewünscht. Dann wünsche ich dir fröhliches Duschen. Ah, ich bin so schlecht. Weil es ist ja schon mal gut zu wissen, dass ich mir halt diese Erfahrung theoretisch jederzeit wieder anfarmen kann. So. Ja, braucht man das? Wahrscheinlich, oder? Ich würde jetzt halt so ganz klassisch irgendwie, glaube ich, nur... Obwohl das auch praktisch ist. Nee, auf schwer ist es, verliere ich offenbar 2 Leben, wenn ich getroffen werde. Das ist noch die nur eine Chance oder so heißt, heißt der Schwierigkeitsgrad wirklich. Was sagst du, Asibraut? Braucht man hier die anderen Sachen oder sollte man sich erstmal voll auf den Kampf fokussieren? Also hier die Kartenmarkierungen sind natürlich praktisch. Hier die Vitaleffizienz natürlich auch, weil ich immer 2 Leben verliere. Hier kann ich mich auch heilen mit. Ja, macht schon alles Sinn. Ich weiß ja noch nicht einschätzen, ob man alles vollkriegt im Verlauf, aber ich würde fast schätzen, ja. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal bis hierhin wollen, damit ich mehr Vitalität regeneriere. Und dann hier die Sachen. Also wenn du so wie ich das Spiel auf 100% komplettieren willst, dann sind die Kartenerweiterungen sehr praktisch, wichtig. Ansonsten würde ich mich auf den grünen und roten Balken konzentrieren. Ja, komplettieren ist mir nicht unbedingt so wichtig. Zumal es ja, wie gesagt, wirklich dieses Problem wohl gibt, vielleicht jetzt nicht mehr eine Definitive Edition, dass... Na stimmt, ja, der Sprint wäre auch sehr wichtig. Dass man dann irgendwann nicht mehr zurück kann. Wenn man dann halt nicht alles gesammelt hat, hat man halt Pech gehabt. Da ich jetzt einfach das Spiel auf mich zukommen lassen möchte. Ah, okay, dann nehme ich jetzt erstmal das hier. Okay. Achso, Moment. So, Spiel gespeichert, okay. Nein! Ja, sowas fällt mir sowieso immer schwer, zu schießen und gleichzeitig auszuweichen. In Shootern und so geht's, aber hier bei sowas bin ich dann so abgelenkt von meinen eigenen Effekten, dass mir das schwerfällt. Okay, aber das kann man ja relativ schnell hier wieder erreichen, was wir bis eben hatten. So, jetzt sammeln wir hier den Schlüsselstein wieder ein. Müssen wir das überhaupt oder ist das gespeichert? Ne, müssen wir auch, okay. Also zack. Und dann zack, zack, zack. Ei. Mann! Ich glaube, ich sollte auf normal spielen.
Auf schwer ist das ja wirklich hardcore. Ich meine, er stand direkt vor mir und hat mir dann einfach ins Gesicht geballert. Oh ne, Moment. Erstmal mache ich hier den Speicherpunkt wieder hin. Ja, also auf schwer ist es echt hardcore. Aber ich bin irgendwie in letzter Zeit, ich will da nicht runterstellen. Dark Souls hat da etwas in mir verändert. Weil man hier öfter stirbt als in Dark Souls. Ja, ich glaube, es ist einfach, die Kämpfe sind ein bisschen Übungssache, glaube ich einfach. Ich glaube, eher stirbt man nachher viel an den Geschicklichkeitspassagen. Lautstärke im Spiel ein bisschen lauter, na klar. Wir können auch einfach mal probieren. Ich mache die Soundeffekte ein bisschen lauter. Muss ich das mit der Maus machen? Machen wir mal Soundeffekte so. Und die Musik so. Und dann sagst du mir mal, wie das dann jetzt ist. Okay. Der Kampf verlief schon mal besser. Die Animationen sind halt so toll. Guck mal, wenn man hier so hüpft und dann direkt weiter, dann macht er so einen coolen Jump. Besser. So, okay. Also nochmal durch die Geistertür. Ich glaube, jetzt gehe ich mal den Weg, der mir vorgeschlagen. Ah, jetzt habe ich vergessen, den ersten Geisterstein zu sammeln. Hehe. Nee, habe ich den nicht? Nee, habe ich nicht. Habe zwar weggezogen, aber nicht gesammelt. Sehr clever. Ich will den nur schnell noch besiegen. Weil Erfahrung ist Erfahrung, ne? So, den da oben triggern wir einfach nicht. Sondern jetzt gehe ich mal hier in Richtung Geisterhöhle, wo ich jetzt erstmal hin soll. Das Geistertor kann ich noch nicht öffnen. Nein, 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 nein. Was habe ich bekommen? Ich weiß es nicht. So, okay. Jetzt haben wir hier das Spiel mal gespeichert. Okay, Leben brauchen wir gerade nicht. Das heißt, das muss ich gerade nicht aufmachen. Ah, voll reingehüpft. Aber gut, das kann ich mir wiederholen. Zumindest einen. Das bringt mir aber gar nichts. Weil, wenn ich einmal getroffen werde, bin ich trotzdem down. Also ist es so besser oder ist es jetzt gut? Ich kann auch natürlich das Spiel auf volle Lautstärke drehen, wenn ich dann noch gut zu hören bin. Ist mir das auch recht. Okay, ist das? Ori, dies ist ein Kartenstein. Eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienen, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, während er wuchs.
Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartenstellfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Okay. Ja, haben wir nicht. So, dann machen wir schon mal. Ich kann doch gar nicht sprinten, kann es sein? So, jetzt ist es auf voller Lautstärke. Jawohl. Oh, voll erschreckt vor der Explosion. Ja, das wäre sehr gut. Oder halt hier, Stärke der Geisterflamme wäre auch sehr gut. Also ich werde jetzt erstmal sparen. Nee. Speichern. So, da unten war jetzt nur das Kartenfragment. Okay, ein bisschen routinierter werden die Kämpfe schon. Okay, also hier komme ich jetzt offenbar gerade gar nicht hoch. Nee. Hier muss ich jetzt erstmal runter. Au, voll in die Dorn rein. Und tot. Au, Backe. Oder ging es hier noch lang? Ne, unten war jetzt soweit durch. Na! Mann, oh Gott, ich muss mich echt noch voll dran gewöhnen. So, jetzt will ich erstmal gucken, was hier oben ist. So. Oh. Ihr denn? Okay. Den zerschießen kann man nicht. Ja, sehr viele unterschiedliche Wege, ne? Okay, wenn ich den nicht, wenn ich hier nicht raufspringe und nichts passiert, heißt es, dass ich es gerade nicht brauche, oder? Sehe ich das richtig? Okay, aber hier kann ich noch nicht lang, weil mir offenbar so eine Art Doppelsprung oder sowas noch fehlt. Ich kann es zwar zerschießen, aber im Moment habe ich ja eigentlich voll Energie, wenn ich das richtig sehe. Ich muss mir noch ein bisschen daran gewöhnen, wie schnell die Gegner respawnen, dass ich gar nicht so schnell einfach zurücklaufen kann. Obwohl, nee, das sind ja einfach nur die Checkpoints, oder? Sehe ich das gerade falsch? Ansonsten würde ich natürlich meinen
Oh no. Okay, war doch richtig. So, ich glaube, jetzt mache ich erstmal hier meine Flamme stärker. Achso, ich habe jetzt nicht einen Fähigkeitspunkt erst zurückbekommen. Stimmt. Stimmt. Jetzt ist der bestimmt wieder da, ne? Ah, nee, doch nicht. Also scheint Zeit- und nicht Map-basiert zu sein. Da oben ist das Kartenfragment. Oh, ich springe halt immer total rein. Ich müsste einfach nur stehen bleiben und alles wäre gut. Ich springe halt voll rein. Na. Oh, wie gemein. Okay, der einsame Skill wäre halt auch echt ganz praktisch. Verdammt. Ich würde davon ausgehen, dass man später aber noch mehr Leben bekommt, oder? Weil die Linien sind ja eigentlich länger, als ich Lebensdingse habe. Oh. Da waren jene, die sich der Hoffnung zuwandten. Als sie verwüstete und tötete. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von viel, dem Geist da drin. Du hast den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von Steuerstick zu einer Wand bewegen und dann wiederholt A drücken. Ah ja, okay. Also können wir jetzt schon mal an neue Gebiete. Genau. Ah, ich kann so auch Wände hoch. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Ah ja. Okay, also ich kann, muss nicht nur abspringen, ich kann auch einfach Wände hochspringen damit. Okay. Damit erschließen sich jetzt uns schon wieder neue Wege. Und ich sehe die Dornen nicht. Grandios. Aha. Alright. Sehr gut. Moment mal, war jetzt am Anfang noch irgendwas, wo ich nicht hin konnte? Hamas wieder da und schreibt, einmal alle paar Monate muss auch ein Gamer mal duschen. Das ist natürlich richtig. Moment mal, war jetzt am Anfang noch irgendwas, wo ich mit dem... Mir ist so. Das wäre irgendwo schon was gewesen, wo ich mit dem Doppelsprung jetzt hin können müsste. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Mein Hirn ist heute nicht aufnahmefähig. Ja, doch, am Anfang. Ach.
Genau, hier war die Geistertür. Ja, verzeiht, dass ich jetzt gerade so viel zurücklaufe. Aber irgendwie ist mir so... stelle mich gerade echt nicht gut an. Es wäre hier am Anfang doch irgendwas gewesen, oder nicht? Aber ich glaube, ich irre mich gerade. Nee, ich irre mich. Verdammt. Na hier? Nee, auch nicht. Ne? Hier war ja nur... Nö, hab mich geirrt. Okay. Ach, wieso hat er... Jetzt hat er ihn aus dem Fokus verloren. Okay, dann brauche ich da aber auch eigentlich nicht wieder hoch. Aber Moment mal, wo soll ich denn da jetzt hin mit dem Wandsprung? Jetzt komme ich da nicht mehr rauf. So. Ein Geisterfragment habe ich. Oder muss ich jetzt hier lang? Stelle ich mich gerade aber auch wieder echt doof an. Unkonzentriert as fuck. Deine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Sehr gut. Aber ich glaube, da komme ich auch noch nicht rauf. Okay. Dann muss ich wohl erstmal da unten weiter. Der Hohlheim ist doch das, wo ich zuerst war, oder? Da irre ich mich gerade. Stand ja auch da eigentlich da, nach unten. Ach, Moment mal. Nee, das ist die Waldsenke. Der Hohlheim ist da. Find den Geisterbaum. So, Moment mal, also... wahrscheinlich einfach hinterm Geisterbaum weiter, ne? Ne, da war der Geisterbaum. Also der Dings. Dann kann ich eventuell da hoch. Okay, also ich bin da. Und ich muss da hin. Also muss ich irgendwie mich nach oben bewegen. Also muss ich vermutlich nach... Da war dieses Item, da konnte ich aber nicht hin. Ich doch vom Anfang aus irgendwie. Weil jetzt kann ich ja wieder hier hoch. Aber hier glaube ich eigentlich nicht, oder? Ne, hier sind ja die. Also hier könnte ich oben lang, wo ich aber nicht rankomme. Und so wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Naja, dann wohl doch irgendwie da drüben. Wobei ja eigentlich auf dem Schild steht, Hohlhain nach unten. Was aber so rein von der Karte ja keinen Sinn macht. Hier war nur das Fragment. Richtig. Ja.
Hier oben war nichts, das habe ich schon geguckt. Leben ist voll. So. So, jetzt nochmal. Ach nee, der Pfeil ist so. Das sah für mich aus wie ein Pfeil nach unten. Okay, also dann gehe ich doch nochmal da lang. So, aber hier kann ich, glaube ich, nicht durch. Es scheint mir zumindest so, als würde ich hier noch nichts ändern. Dann könnte ich jetzt dann noch... Moment mal, ich gucke hier nochmal. Aber ich glaube eigentlich eher nicht. Dann muss ich irgendwo da links noch weiter. Nee, weil hier komme ich nicht ran an die Wand. Nee, okay, also ich muss... da drüben... da weiter oder da weiter. Andere Wege habe ich gerade nicht zur Verfügung. So. Hier wird es auch nicht sein, weil ich da nie im Leben oben rankomme. Hier komme ich auch oben nicht ran. Ich brauche das zweite Geister-Dings. Aber das übersehe ich gerade gar irgendwo, das zweite Geister-Dings. Oder brauche ich nur eins? Mal nee, aber ich brauche noch zwei, oder? So sieht die Tür zumindest aus. Ja. Dann gucke ich hinten nochmal. Ob ich da was übersehe. Mist, dich habe ich vergessen. Naja, und da oben an die Wand ran, da rankommen, um dann darüber zu hüpfen, werde ich auch nicht. Nee. Na, gucke ich hier hinten nochmal. Ja, aber hier war ja eigentlich das. Und da komme ich... Ach doch, ja, ja, doch. Mit Doppelsprung komme ich da jetzt lang, oder? Hier müsste es sein. Ja, okay. Hier bringt mich der Wandsprung weiter. So, jetzt haben wir es. Auch gut, der Stein schiebt ein Stück zurück, wenn man anhält. Sehr gut. So, und jetzt kriegen wir nämlich das Geisterschloss. So, Erfahrungspunkte. Und ich gehe kaputt. Weil ich mich verdrückt habe. Hallo Hide. Ah, guck mal, da sieht man, ich spiele 49 Minuten, habe 5% abgeschlossen. Bin 9-mal gestorben. Habe 1 von 12 Lebenszellen, 2 von 15 Energiezellen. Ah, dann sind die Weltereignisse wahrscheinlich der Story-Fortschritt. Und da links ist das Fähigkeitenrad. Ah, ja. Neunmal bin ich erst gestorben. Hier kommt es viel, viel, viel häufiger vor.
Mal. Och Mann, was tue ich denn? Konzentration, Erik. Oh Gott, bin ich zu spät los? Oh. So, und jetzt auf achten, dass wirklich alles kaputt ist. So. Ein Hebel. Ah. Und da ist nämlich auch das Labyrinth-Fragment. So, jetzt haben wir das nämlich auch. Das Kartensteinfragment. So, den erledigen wir ganz sicher von unten. Bin ich überhaupt richtig? Nein, ich bin falsch. Ah. Da war's. Na, no, ich will erstmal speichern. Ah, okay, wenn man einen Fertigkeitspunkt erhält, macht man einfach alles in der Umgebung kaputt. Auch cool. Hm. Okay, dann holen wir uns doch erstmal unsere zweite Fähigkeit. Und zwar machen wir unsere Flamme stärker. So. Jetzt will ich erstmal zu der Karte. Achso, ich speichere nochmal. So. So, okay, jetzt können wir nämlich das hier machen. Ah. Ah, okay. Sehr gut. So, und jetzt können wir die Tür aufmachen. Ja gut. So. Fortschritt. Okay. Ah. Nehmen wir da rauf, bitte. Oh Gott, eieiei. Und das sind wahrscheinlich noch die leichten Jump'n'Run-Passagen. Oh Mann, ich freue mich auf Super Mario Ende des Jahres. Aha. Okay, es ist gar nicht so schwer, fällt mir gerade auf. Hier werde ich nicht getroffen, kann das sein? Nee. Okay. Huh.
Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie unseren Weg. Okay. Nee, hier komme ich nicht hoch. Muss ich die Seelenverbindung gar nicht an diesen Punkten machen? Sammle ich da nur Energie ein? Kann ich die überall machen? Oh Gott! Die Schweine! Oh. Nein! Damn you! Doofes Geistertor! Oh. Nein! Ach so, ich kann überall speichern. Speichern kann man überall, solange man Energiezellen benutzt. Seht ihr? Das habe ich bis gerade eben vollkommen falsch verstanden. Jetzt macht das System auch wirklich mehr Sinn. Keine Energiezelle. Deswegen habe ich die auch so verbraucht, so rabiat. Okay, jetzt verstehe ich es. Traurig fanden sie mich vor, schlafend und still. Wir erzählten Ori die Geschichte ihres fehlgeleiteten Willens. Der Geisterbaum, er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichterzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Ich hab grad irgendwie Gänsehaut bekommen schon wieder. Ich rief nach Ori, doch mein Kind kam nicht. Danke, danke, Asibord.
Horostar sein. Es war das Ende unserer Tage. Was das Licht des Geisterbaums empfangen. Er hat unser Schicksal in deine Hände gelegt. Hör jetzt gut zu, denn du musst dies verstehen. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und wahrten Nibel in Sicherheit. Das Element des Wassers hoch oben auf dem Ginso-Baum. Das Element des Windes tief in den Elendsruinen. Das Element der Wärme unter den Flammen des Horu-Berges. Um Nibel wieder zu altem Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste finden wir hinter der Spinnenhöhle auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Der Dornensumpf. Ich würde aber gerne erstmal noch hier bleiben. Neues Ziel, finde den Ginso-Baum. Okay, Karma hat da Soundaussetzer. Asibraut nicht. Dann bin ich schon mal ganz erleichtert, dass es wahrscheinlich nicht am Stream liegt. Ah, okay, hier ist wieder so eine Wand. Tal des Windes, Hohlhain. Sei vorsichtig, Ori, der Boden ist instabil. Okay, das heißt, mehr Energie brauche ich nicht. Das finde ich übrigens auch sehr cool, dass sie mir jetzt die Möglichkeit gegeben hätten, wenn ich es richtig verstanden hätte, dass ich gleich zum Dornensumpf hätte gehen können. Aber ich kann halt auch direkt laufen. Oder ich muss einfach direkt laufen, das kann auch sein. Was ist das denn hier? Hier kann ich auch nicht aufmachen. Okay, einmal Erfahrung. Ja, so eine unkaputtbare Wand. Dann muss ich jetzt... Ah! Oh! Na, so geht's natürlich auch. Ah! Arno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seiner Stimme, denn er könnte unser Licht bündeln. Ja, die Musik ist wirklich sehr, sehr schön. Müde macht sie mich jetzt nicht, aber ich bin auch der, der das spielt und sich konzentrieren muss. Du hast Stichflamme erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du X zum Aufladen gedrückt halten und dann X loslassen, um alles in unmittelbarer Nähe zu zerstören. Okay. Na, ja, aber es verbraucht ein Dings. Ein Energiepunkt. Ah. Ah. Okay. Ja, Metroidvania halt, ne? Jetzt kann ich wieder in ein altes Gebiet zurück. Und kann da was aufmachen. Ich glaube, das werde ich auch erstmal tun. So, jetzt muss ich... Ja, das werde ich auch, glaube ich, erstmal machen.
Hier war einer, ne? Ah, genau. Ich kann mehrere Türen jetzt aufmachen. Das Tal des Windes könnte ich auch schon hin. Und hier ging es ja auch... Oh Gott, muss ich da weit zurück. Ah, ich kann ja teleportern. Ist das unbedingt kürzer? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es einfacher. Mal gerade sagen, war ich hier schon? Ori, die Statue kommt mir bekannt vor. Ich habe sie zuvor schon einmal gesehen. Ach, noch ein neuer Weg. Sie fanden das zu Hause. Oh, es war unser Zuhause von unserem Ziehpapa. Des Kindes, das unser Licht empfing. Ja. Ich erinnere mich an sie. Vor vielen Jahren, als der Geistbaum noch ein Sprössling war, sorgte Naru, der Junge, für uns, wann immer sie konnte. Naru, die Junge? Der Junge wahrscheinlich. Nee, Naru, ach so, Naru, die Junge. Okay. Okay. Das heißt, wir können jetzt ins Schwarzwurzelgelände. Wir können ins Tal des Windes. Und jetzt will ich den letzten Weg aber gerne auch noch freischalten. Dafür muss ich da hoch und dann nach links. Auwei. Ich hoffe, ich kann das Spiel in kurzen Abständen spielen, sonst werde ich die ganze Map einfach aus dem Kopf verlieren. Also sie ist ja da, aber man weiß halt nicht mehr automatisch, was wo war. Okay, die stärkere Flamme ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr praktisch. So, jetzt hier durch. Genau, und jetzt oben rechts ist da nämlich nochmal eine so eine Tür. Ach, getriggert. Genau, hier nämlich. So, was haben wir denn jetzt hier? Ah! Eine Abkürzung in den Hohlhain. Haha! Nice. Ich gehe davon aus... Ach, Moment mal. Ha! Gehe davon aus, dass wir eh noch in jedes Gebiet rein müssen, oder Asibraut am Ende? Oder müsste ich in den Schwarzhain und so jetzt rein? Ach, den Hebel hatte ich ja schon betätigt, genau. Ich wollte keine Explosion. Ich wollte B. Verdammt. Das bewegt sich. Das Stachelvieh bewegt sich.
Ach, da war noch eins hinter dem braunen. Oh, jetzt bin ich tot. Oh, hier werde ich noch nicht raufkommen. Oh. Hab so clever gemacht. Na gut, wir werden ja noch Zeit haben, das noch rauszufinden. Mass Destruction Ori. So, die Erfahrung ist wichtig. Nein! Nein! Ah! Damn you! Nein. Okay, ich wollte versuchen, runterzurutschen, es aufzuladen und ihn dann zu sprengen, aber das hat nicht funktioniert. Der Chat amüsiert sich über, oder zumindest Asibraut amüsiert sich über meine Niederlagen. So, nur ganz kurz was wegen morgen geklärt. So. Das war so klar. Komme ich noch gar nicht an. Ich glaube, da kann ich noch gar nicht hin. Kann ich hier überhaupt schon hin? So auf dem Bildschirm da gucken? Nee, links ist ja genauso, weil... Nee, okay, das schafft man nicht. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, ich muss jetzt... Nee, ich glaube, ich bin hier gar nicht. Ich muss aber ja nach da. Ah, okay. Fünf Energiezellen.
erstmal Energie. Da oben brauche ich... Ach so, ah, hahaha, okay. Energie. Erfolg. Ein bisschen Angst, es zu früh gesprengt zu haben. Oh Gott, oh Gott. Nein. Ja, habe ich gerade auch schon rausgefunden, Asibrot. Aber danke. Jetzt gehe ich erstmal zum Speicherpunkt. Ne, hier war er nicht. Hier war er. Damit ich das nicht immer wieder machen muss. Moment mal. Ah, ich komme da gar nicht mehr rüber, oder? Ich komme da nicht mehr ran. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Oh, jetzt komme ich an das Leben nicht mehr ran. Ah. Shit. Ja, ich habe mir gerade eine Lebenszelle entgehen lassen. Ich hoffe, ich komme da anderweitig noch ran, aber ich glaube nicht. Ich werde da nicht mehr rankommen. Die habe ich mir jetzt entgehen lassen. Zusätzlichen Lebenspunkt entgehen lassen. Ah! Fuck! Das ist bitter. Und vor allem, ich hab's, als ich oben war, noch gedacht, ich muss erstmal das machen, weil ich sonst nicht mehr hinkomme. Dann bin ich da und dann denke ich auch, ja, gehe ich erstmal speichern. Oh, ich hoffe, ich komme da noch anderweitig wieder hoch. Ah! Doch, Mann! Einmal versprungen. Komm ich da jetzt echt nicht mehr hoch? Das ist doch ein... Das ist nicht schön. Ich glaube, von hier komme ich dann nachher wieder hoch. Aber ich hätte jetzt schon einen Lebenspunkt mehr haben können. Nee, der Felsen kehrt nicht zurück. Wie ich gerade feststellen durfte. Das ist doof. Echt ungünstig. Also ich gehe mal davon aus, dass man anders noch hinkommt, weil man kann es auch komplettieren. Jetzt habe ich es zu früh eingesammelt. Ah, gerade mache ich alles falsch. Alles.
Moment, warum ist das hier? Achso, um darauf zu kommen. Und kann ich die auch so kaputt machen? Nee. Okay. Ich hätte ein Leben mehr haben können. Dann würde ich 3 Treffer anstatt 2 vertragen. Wieder reingehüpft. Leute, es gibt Momente, in denen mache ich mich selber wahnsinnig. Mal, wie hoch gehst du? Nicht so hoch, okay. Nicht einen erwischt beim Runterkommen. Na, ah, ist mir das Labyrinth-Ding, der Kartensteinfragment. Habe ich aber nicht. Aber jetzt liegt da Erfahrung in. Komm ich da ran? Nee. Wir wollen dann auch den Nachfolger von Ori spielen. Ja, deswegen hole ich es ja gerade primär eigentlich nach. Ich wollte es immer nachholen, aber das war so das, sag ich mal, der finale Grund. Das finale Ding, was mir jetzt auch noch einen Grund gegeben hat. Okay, das schafft man nicht. Sehr gut. Fuck me. Ich will erstmal das jetzt holen. Nie im Leben darüber. Betrug ist das.
Nein! Okay, ich muss gleich nochmal da hoch. Damn it! Ich bin so ungeduldig. Oh, jetzt kann ich mich halt gleich töten. Ja, ich denke mal schon, dass wir den zweiten dann zu zweit spielen. Ich weiß halt wirklich nicht. Ich weiß halt wirklich nicht, wie Stream geeignet es ist. Kommt nicht rüber. Nein! Oh. War das über... Das war nicht mal hier. Oh, es war nicht mal hier. Ich bin die ganze Zeit vollkommen umsonst hier wieder hingesprungen. Oh. Ich bin so dämlich manchmal. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich bin die ganze Zeit umsonst immer wieder hier reingesprungen. Einfach hier lang gehen können und gut wäre gewesen. Ja, hier war es nämlich. Ach, dumm muss man sein. Was stimmt wohl, dass es nicht das geeignetste Streamspiel ist? Wobei, ich glaube halt auch schon mehr, wenn man das zu zweit spielt und der eine halt konstant im Chat ist, oder naja, ja, immer der gerade nicht das Pad hat, liest und man halt dieses Duell wieder mit drin hat, ist, glaube ich, auch spannender. Aber wie gesagt, bei mir ist es jetzt wirklich einfach so das Ding, dass ich sage, ich möchte gerne, wenn ich ein Spiel spiele, das muss man wirklich sagen, das macht YouTube und Twitch mit einem. So Ramen geht es nicht ganz so. Ich kann quasi nicht mehr spielen, ohne dass jemand dabei ist. So, weil es dann für mich in Anführungszeichen keinen Sinn macht. Ja, ich glaube aber schon, dass das hier geht, oder? Aha. So, und so kommt man nämlich auch darüber, indem man nämlich das Trampolin hier von unten bis oben nutzt. Ach so. Ja, ich bin mir halt selber unsicher. Mit dem... Aber gut, ihr seid da und es macht euch ja offenbar Spaß. Okay, nochmal. Yes! So, hier mache ich erstmal kurz einen Checkpoint. So. Das ist ein Lava-Viech. Oh Gott. Soll ich hier überhaupt schon hin? Da! Ah! Holy shit. Ich glaube, hier soll ich noch nicht hin.
Aber lohnt sich das jetzt? Wie komme ich denn da unten hin? Weil hier unter mir, ich wollte ja eigentlich nur lang, weil hier unter mir ist ja ein Seelenbehältnis da. Und da wollte ich eigentlich ran, aber offenbar kommt man da so gar nicht ran. Komme ich denn da hin? Von da drüben. Oh, da wäre ich auch hingekommen, da wo ich das Ding runtergeschubst habe. Ah, ich habe mir, glaube ich, echt viel verbaut dadurch. Dammit. Oh Gott, jetzt bin ich gerade echt hart unkonzentriert. So, packen wir die Seelenverbindung erstmal wieder hier hin. So, hier war nur das, ne? Da kann ich auch noch irgendwie ran, aber wahrscheinlich auch noch nicht jetzt. Dornensumpf. Ja, da will ich lang. Das wird eine echt riesige Map. Da sind wir mal gestartet. Schafft man das? Nee, ne? Nee, okay. Kann hier gar nicht lang. Ach so. Es ist immer wieder ungewohnt, dass der kleine Ori so eine Brocken schieben kann. Moment. Nee, 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 nee. Moment. Dafür braucht man nicht gar nicht. Man braucht nicht nämlich. Oh, fuck. Braucht nicht nämlich für da drüben. So. Hida freut sich auch schon einen Toten. Mann! Schieß! So, ich muss nämlich das da in die Dornen schieben, damit ich dann an die Wand kann. Das muss ich tun. Das. Ja. Sie sehen einen unkonzentrierten Spieler. Mann. Das ist das erste Mal im Spiel, dass mich gerade. Ja. Sag mal, jetzt
Okay, jetzt schätze ich gerade aber wirklich Entfernung auch einfach komplett falsch ein. Bis eben ging es super. So. Meine Güte, ey. Dachte jetzt immer, er landet vor mir. Habe ich mich geirrt. Ja, mit einem Lebenspunkt mehr wäre das alles nicht ganz so problematisch. So, jetzt nochmal. Meine Fresse, hab ich mich doof angestellt, ey. Komm, komm! Ah! Das Kartensteinfragment habe ich doch schon abgegeben, oder nicht? Guck mal hier, ich habe das doch schon freigeschaltet. Das Kartensteinfragment habe ich schon benutzt. Nee, aber ich krieg das ja nicht da. Moment. Warte mal, irre ich mich gerade und muss das einfach nur aus dem Weg schieben und das war's? Ich dachte, ich muss es benutzen, um die Wand da hochzukommen. Also vielleicht muss ich es auch nicht, aber da ist bestimmt ein cooles Secret, wenn man das schafft. Oder irgendwas, was mir hilft. Ich hatte das Kartenfragment gefunden, aber das habe ich hier schon eingesetzt. Schau. Hinter dem Hund da. Mann! Ja, ist schon eingesetzt. Deswegen ist ja die Map hier jetzt schon auch enthüllt. So, jetzt nochmal Konzentration hier. Okay, ich glaube, ich muss den Block doch einfach nur durchschieben. Und wenn, muss ich ihn erstmal durchschieben und dann von der anderen Seite wieder schieben. Weil sonst kriege ich den gar nicht in die Lücke da rein. Das war ein dummer Denkfehler von mir. Ich hätte es eben schon fertig machen können, die Szene. Stattdessen bin ich jetzt ein paar Mal gestorben. Mehr Frust als nötig. Okay, es geht, hat wirklich überhaupt keinen Spielraum. Nee, mein Pet fliegt nicht so schnell, Hide, um darauf mal kurz einzugehen. Mein Pet fliegt nämlich in der Regel ja eigentlich nie. Ich glaube, ich habe mein Pet in meinem Leben zweimal geworfen. Weil mein Pet eigentlich nur dann fliegt, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Und das tue ich hier bisher noch nicht, weil ja, wieder mal das, der Klassiker, alles hätte ich selber verhindern können. So, und jetzt muss ich es nämlich erstmal hier durchschieben. Jetzt gehe ich da erstmal speichern und dann versuche ich das da reinzuschieben. So. Gott sei Dank. Oh, ich hänge fest. Moment, ich will das aber noch probieren, ob das geht. Beim Trampolin links auf dem Baumstamm, da ist ein Versteck. Schnell, schnell, schnell. Ori! Ori! Ah! Go, Ori, go, Ori, go! So, und jetzt. Zack. Zack, 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 zack. Ach, das war so der richtige Weg. Wie in Uri dem Wald Licht und Hoffnung brachte. Gaben andere nach und wurden von Finsternis und Furcht umfangen.
Ein Gumon aus den Elendsruinen. Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Ich denke, ich soll erstmal... Na, egal. Ohne die Wasserader bleibt der Ginsu-Baum verschlossen. Aber jetzt wäre es ja da auch noch lang. Nee, da wäre es nicht lang gegangen. Okay, das heißt, ich bin richtig. Sehr gut. Ich bin richtig. Ist alles so geil animiert. Ist hier was? Nee. Kommt. Brauche ich gerade nicht. Das sieht giftig aus. Ah. Wow, der one-shottet mich. Ja, GG. Holy crap. Ja, warum nicht, ey? Oh. Okay, ich muss offensichtlich erstmal zur Mondgrotte. Alter Schwede, ey. Also übertreiben können sie ganz gut. Konnte ich nicht mehr hochspringen. Ja, mit einem Leben mehr würde ich wahrscheinlich alles überleben. Und wahrscheinlich werde ich dieses eine Leben nicht mehr zurückbekommen. Das habe ich jetzt, glaube ich, wirklich vergeigt. Danke, Azibrod. Azibrod schreibt, der Schwierigkeitsgrad steigt im Spiel. Also je näher du dem Ende... Habe ich dich nicht gerade besiegt? Je näher du dem Ende kommst, desto schwerer wird's. Okay, da könnte man halt versuchen, ach deswegen respawnt der, damit man die Erfahrung da einsammeln kann. So wichtig ist mir die gerade ehrlich gesagt nicht.
Vorher wurde noch geschrieben, haha, alles will Grauton töten. Ja, musst du da selbst oder schieße Projektile auf den nächstbesten Gegner. Man muss nicht zählen. Nein. So. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt eine Lebenszelle wieder her. Ich weiß echt nicht, wie viel das auf schwer bringt, ehrlich gesagt. Aber die Sachen hier sind natürlich sehr gut. Das auch. Ja, okay, machen wir es erstmal. Ran. Das kann ja erstmal egal sein. Ach, damn it. Jetzt muss ich das kaputt machen, damit der rauskommt, mich dann da hinstellen, ausweichen, dann schießt der das kaputt, ne? Ja, ja. Och, jetzt bin ich. Wieso ist er denn jetzt abgerutscht? Och, Himmel. Okay, das heißt, ich muss. Ich muss sie aktivieren. Na? Die Mondgrotte. Ich kriege viel Zuspruch aus dem Chat. Und während ich auf den Chat gucke, springe ich in einen Laser. Sehr gut. Ja. Ich war doch schon unten.
Okay, Erik, so wie beim ersten Mal. Springen, wenn er noch da ist. Ganz einfach. So. Jetzt an diese Wand. Springen, bis der Laser durch ist. Jetzt. Alter! Wie? Warte mal, so. Jetzt hier ran. Nein, zu spät, zu spät. Mann, Uri, rutsch doch runter. So. Nein, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Okay, ich muss den Ich glaube, es ist doch ein ganz gutes Streamspiel. Ich muss doch da wohl rankommen. Tatsächlich nicht. Es gibt in dem Spiel tatsächlich eine Trophäe dafür, das Spiel ohne jemals gestorben sein durchzuspielen. Und viele fragt, wer schafft denn das? Tja, es gibt immer irre Leute. Pff, ich werde nie im Leben die ganze Map komplettieren. Moment mal, wenn ich jetzt hier gerade einen Teleporter habe, dann würde mich jetzt eigentlich doch interessieren, ob ich jetzt den Lebenspunkt da vielleicht doch noch holen kann. Moment mal. Genau, Hohlheim. Also ich bin bisher 52 Mal gestorben. Ich weiß gar nicht, ob Steven es auf normal oder auf schwer gespielt hat, aber er sagte, glaube ich, irgendwas von 349 Mal oder so. Ist er gestorben. Aber ganz schöner Weg noch, ne? Lohnt sich das jetzt? Was ist denn jetzt los, sag mal? Ja. How to... Sag mal, bin ich jetzt blöd? Mann! So.
Nee, es ist nicht mehr da. Ich kann diesen Lebenspunkt tatsächlich nicht mehr kriegen. Alter, ist das bitter. Das ist ja bitter. Ja, also sie braucht schlechte Leistung. Sie hat nur die gesamte Map auf 100% und alle Lebenszellen, Energiezellen gefunden. Ja, ich glaube, die Lebenszelle da kann ich jetzt schon nicht mehr kriegen, weil ich das zu früh runtergeschossen habe. Tja. Doof gelaufen. Kacke. Verbauton, ja. Mann, ist doch blöd. Und wie gesagt, ich stehe noch da oben und denke noch, ich darf das jetzt noch nicht speichern, weil ich muss noch an dieses Ding ran. Und dann nächster Gedanke, ich speichere mal, damit ich das nicht nochmal machen muss. Ja, sehr clever. Schlauton ist heute nicht anwesend. Übrigens, Hide Alcreen findet auch, dass Dings noch besser wird. Beyond. Ich bin so dämlich. Okay. Ich kann auf jeden Fall noch einen Double Jump und Dreifach Jump sogar freischalten. Kommt man auch wieder weg, also kann ich hier ein Speicherdings hinsetzen. Fick dich! Keks. Locker rübergekommen. Aber Moment mal, ich will aber erstmal den anderen Weg mir dann noch angucken. Sorry, Ori. I'm very sorry. Okay,
cooler anderer Weg. Da oben geht's ja auch noch. Oh Gott, oh Gott. Nee, okay, hier komme ich nicht lang. Das heißt, den kann ich mir sparen. So, was war jetzt hier nochmal? Ach ja, das Rhinoceros. Oh! Ah! Warum tun sie das? Was ist das für eine Welt? Jetzt ist mein Laptop-Bildschirm ausgegangen. Ah, da ist er wieder. Ach, dieser Gummo. Maul Gummo nicht an. Okay, also sie braucht Mark Gummo offenbar. Maule die Welt an, dafür, dass alles hier mich töten will. Das finde ich nicht korrekt. Ja, ist natürlich die Frage, wie sinnvoll das jetzt ist, jetzt immer wieder diesen ganzen Weg hier lang gehen zu müssen. Holy shit, wie... Ach, ich habe ja sogar noch gelebt. Ich habe mich schon als tot gesehen. Holy shit, wie, sagte er, während er noch lebte. Aber meistens lauern hinter den gefährlichsten Orten die besten Belohnungen. Orte. Orten? Ja, Orten. Jetzt ist der weg. Okay. So. Ich kann überall lang, wo ich gern möchte. Oh Gott! Man sagt mir, dass ich hier noch nicht lang kann, aber ich will es zumindest gucken. Was ist jetzt Kulissenstechdinger? Ja. Nein! Okay, ich gehe erstmal hier lang. Da war ich ja noch runter. Oh Gott! Oh. Nein, nein, oh. Da drüben ist ein Lebensding. Nein, das ist das Kartenfragment. Auch gut. Erstmal, oh Gott, nein! Zu früh das Bravo. Oh.
Fuck. Moment mal, da oben ist End. So. Wir speichern das erstmal. So. So, haben wir das schon mal. Oh, scheiße, ey. Oh. So, aber es ist auf der anderen Seite da auch noch was. Nein. Ach, ich hätte es speichern sollen, nachdem ich das Kartenfragment abgegeben habe. Das war ein bisschen dämlich, aber gut. Wie lange geht denn Ori so? Ich mache jetzt einfach noch mal einen, so. Ich hätte doch einfach... Och, ich bin... Okay, ich merke gerade wirklich, wie ich unkonzentriert ich bin. Ich hätte einfach nur darüber hüpfen und speichern müssen, anstatt noch mal eins auszugeben. Sehr, sehr dämlich. Weil ich wollte es ja eigentlich nur als kleines Zwischenprojekt... Bevor ich dann nächste Woche mein Hauptstream-Projekt anfange, was dann erst rauskommt. Okay, nennen wir es unentschieden. Gut, Konzentration. Erik, merke dir eines, in solchen Spielen nutzt dann gehetzt immer wieder hinrennen nicht viel. Okay. Der mich jetzt auch... One-shotten die mich jetzt auch? Sag mal. Bisschen übertrieben das alles. Was? Ich meine, ich spiele zwar auf schwer. Das gebe ich gerne zu. Aber... Nichtsdestotrotz...
gibt es ja noch einen Unterschied zwischen schwer und ein Schuss tot. So, okay. So, soweit so gut. Haben wir das geschafft. Gratulation zu deinem First Try Mini-Boss Kill. Ich gehe dann jetzt, Hide geht jetzt auch schlafen. Lass den Stream mal zum Hören an. Viel Spaß noch zusammen und gute Nacht. Dir auch, Hide. So lange mache ich auch nicht mehr, weil morgen muss ich ja dann wieder arbeiten. Der Urlaub ist vorbei. Warum one-shottet mich denn jetzt alles? Sag mal. Gegner, die mich eben noch nicht gewone-shottet haben, one-shotten mich jetzt. Zwei Geisterfragmente. Da ist das zweite. Nein. Ach. Zu früh abgesprungen. Okay, nochmal. Mach. Hüpf, hüpf, hüpf. Nein! Ach! Okay, aber ich hab's fast. Ich habe es fast. 70 Tode, ey. Ja, das ist wirklich grausig, mal so durchglitten. Mehr Tode als in Dark Souls wären es, glaube ich, auf jeden Fall. Habe ich die jetzt habe ich die Gegner vergessen. Ach, die Erfahrung. So. Komm. Komm doch jetzt mal. So.
Ernsthaft? Da kann er jetzt nicht dran jumpen. Okay, das finde ich ein bisschen dämlich. Nee, kann er nicht. Ich kann nicht zurück. Ich habe mir also wieder einen Erfahrungspunkt entgehen lassen. Zumindest erstmal. Vielleicht kriege ich ihn ja jetzt. Ich denke, ich kriege ihn jetzt. Leru lag hier. Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. Ja, okay. Du hast den Doppelsprung erlernt. Drücke A, um in die Luft zu springen und drücke dann erneut A, um noch höher zu springen. Natürlich ist der in der Zeit gerespawnt. Ach. Okay. Okay, jetzt muss ich irgendwo... Mal. Wo muss ich denn jetzt wieder damit hin? Verdammt! Ah, da! Im Ernst? Warum hat er denn jetzt zwischendurch nicht mehr auf den geschossen? Och Mann! Okay, also...
Okay. Okay. Ja, ich muss sie zwingen, mich zurückzuspringen. Und dann dieselbe Stelle nochmal machen zu dürfen. Und wenn man da sich dann verspringt, hat man Pech. Ach, hier geht's, ja. So. Meine Güte. Puh. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Okay. Dann wahrscheinlich jetzt erstmal wieder raus aus seinem Versteck, oder? Fuck! Ja, komme ich nie im Leben rüber. Nee, das schafft man nicht. Ach, von unten, wa? Ich muss gar nicht da lang, also nur da die Erfahrung einsammeln und dann unten lang. Also einmal die Erfahrung holen. Und jetzt... Nee, Moment. Okay, Moment mal. Da komme ich ja nie im Leben rüber. Da hinten? Nee. Okay. Kommt man ja nie im Leben ran. Das ist schräg. Schön Assi Braut. Ich wäre jetzt, glaube ich, tatsächlich selber nicht drauf gekommen.
ich bin noch blind. Ich bin blind, ich bin blind, ich bin blind. Ach du Scheiße, ey. Nein. Ja, schön und gut. Nee, nee, Moment mal. Ich muss da erst von der anderen Seite noch was machen. Dafür brauche ich aber erst 5 Seelen-Dingse. Das heißt, de facto komme ich hier gerade noch nicht voran. Aber da kann ich noch hin. So, da kann ich noch nicht durch, weil ich brauche erst 5 Energiedinger. Und die müssen auch noch voll sein. Das kann ich auch noch nicht schaffen, oder? Mal. Oder doch? Hat er sich nicht langsam abrutschen lassen, sondern toll. Aber es geht, glaube ich, wenn ich mich abstoße. Fähigkeitenzelle. Okay. Ein Fähigkeitspunkt mehr. Oh, okay. So, da kann ich noch nicht durch. Nein, die Stacheln. Ich hab die Stacheln allen Ernstes vergessen. Oh. So, ich brauche jetzt aber 3 Erfahrungs... Nee, doch nicht. Stichflammeneffizient erhöht die, halbiert die Kosten der Stichflamme. Und Stichflammbrand vergrößert den Radius, erhöht den Schaden. Okay, sprinten kann ich noch nicht mal. Das heißt, da brauche ich jetzt eigentlich nicht drauf zusteuern. Na, gehe ich hier lang. Alright, das heißt, da unten komme ich noch nicht weiter. Das heißt, jetzt muss ich nach oben. Ich hätte auch so einfach durchgekommen. Nee, never ever.
Ist ja auch mit Doppelsprung, würde ich behaupten. Schafft man das never ever. Hä? Na, doch, da war dann mal was zu klappen. Merk. Yes. Ich muss dahin. Okay. Also, hoch. Soweit wie möglich springen. Doppelsprung an die nächste Wand kommen. Man noch nie im Leben. Also, ich bin ein sehr gutgläubiger Mensch, aber wie das gehen soll, hier konnte ich nicht lang, ne? Ah ne, da war es blockiert. Da war blockiert. Alright. Ist ja so, dass die Dinger so wenig Erfahrung geben, dass es den Aufwand fast nicht wert ist. Den übersehen. Ich muss zuerst. Ach da. Ach du Scheiße. Siehst du, haben sich einen sehr ungemütlichen Platz zum Wohnen ausgesucht. Ich möchte sie nicht kritisieren, aber nein, jetzt habe ich den Doppelsprung gleich aktiviert. Verfluchter Mist. Warum? Yeah! Jetzt wurde ich von meinem eigenen Yeah abgelenkt. Moment, ich muss kurz schauen. Ich müsste ja gleich bei mir auf dem Bildschirm auftauchen. Molcate oder Molcate. Vielen Dank fürs Folgen. Wir bedanken uns. Oder in dem Fall bedanke ich mich, aber wir sind ja. Ich war noch bis eben noch besser. Normalerweise, also des Öfteren sind wir ja hier auch zu zweit. Oh Gott, ich werde immer schlechter. Was mache ich denn? Sie sehen. Ein Spieler, der immer schlechter wird. Statt irgendwann sich zu ver... Was ist denn jetzt los, sag mal. Vielen, vielen Dank für den Follow. So. Mann. Dass man die Passage hier eigentlich wirklich nicht schwer ist und ich stelle mich gerade wahnsinnig dämlich an.
Also ich glaube, ein bisschen mache ich noch, aber das zeigt mir gerade ganz eindeutig, Erik, du wirst müde. Was? Ich hab's doch bis eben geschafft, sag mal. Jetzt bin ich... Mann, das passiert mir zu oft. Spielt dieses Trinkspiel, was Karma gerade vorspielt, stellt bitte nicht. Jedes Mal ein Trink, wenn ich sterbe. Alter. Ey, das ist eine wirklich leichte Stelle eigentlich. Da habe ich beim Super Meat Boy sehr viel Schwereres gemacht. Aber jetzt gerade... Ich stand... Ich kann nicht mal speichern, ey. Ich kann halt nicht mal speichern. Jetzt kann ich speichern. Mann. Ja, hier kann man dann wahrscheinlich später so eine Stampfattacke machen. Ja, aber auch wenn ihr nur Wasser trinken würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich 20 Liter Wasser trinken. Irgendwann wird sogar Wasser zu viel. Das war jetzt gerade echt scheiße. Wie oft bin ich da gerade gestorben? 20 Mal? Ich habe erst einen Lebensorb von 12. Ich wette, ich könnte schon... Ich würde mal behaupten... Ah ne, so geht's. Okay. Ich würde mal behaupten... Dass ich... 3, 4 bestimmt schon haben könnte. Oh, Moment. Quasi ein Super Mario Level eingebaut. Okay. Ach so, Moment. Okay.
Na, jetzt werde ich wieder zu früh gedingst. Ich hätte es zum Speichern nutzen sollen. Musik ist wirklich hervorragend, ja. So. Jetzt mache ich mal zwei Dinge. Punkt 1. Ich baue mir hier einen Speicherpunkt. Und Punkt 2. Ich hole mir das hier noch. Klingt halt echt nicht so viel, ne? Es zieht sich bei mir jetzt aber gerade so durch, dass ich Sachen beim ersten Mal fast schon geschafft habe, beim zweiten Mal dann sehr viel schlechter mache. Okay, aber die Stelle ist ein bisschen Glück, oder? Kann das sein? Oh, die kommen regelmäßig runter, die Steine da, ne? Ja gut, von daher ist es kein Glück, okay. Okay. Ori erfüllte sein Herz mit Güte und Hoffnung. Du hast die Wasserader zurückgewonnen. Dieser uralte Edelstein gewährt dir nun Zugang zum Ginsobaum. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf dem Ginsobaum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Puh. Also ich muss sagen, ich mag sehr, wie sich das Spiel einfach durch die Fähigkeiten mit der Zeit so Stück für Stück erschließt, dass man dann immer in neue Gebiete kann. Dieses Metroidvania-Ding halt, das finde ich aber hier sehr, sehr organisch.
dass er das Spiel schon vorher in andere Bereiche lassen würde. Die sind dann halt nur sehr, sehr schwer. Ja, und wie sich das Spiel einfach dann doch mit jeder neuen Fertigkeit auch anders anfühlt. Gerade der Doppelsprung fügt jetzt halt dann schon doch unglaublich was dazu. Jetzt bin ich tot, verdammt. Das finde ich einfach cool, wenn man hier vorher, wenn man hier ein Gebiet hat, wo man vorher halt absolut nicht durch konnte. Und jetzt kann man halt durch. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich nochmal hin? Da nach oben, okay. Und der Walljump halt auch. Guck mal, da ist auch noch ein kleines Gebiet. Da. Okay, das könnte ich jetzt sprengen, aber ich komme ja nicht ran. Würde mir das jetzt was nutzen? Ich glaube nicht, oder? Machst du noch den Ginsu-Baum? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, auch nicht, wie lang der ist. Also ich wollte heute eigentlich so zwischen 23 Uhr und 0 Uhr so in dem Dreh aufhören. Voll reingesprungen. Sehr gut. Oho. Okay, der Skill dann auf zwei gleichzeitig schießen zu können, ist auch nicht schlecht dann. Weil, ja, jetzt habe ich gerade erst auf die Spinne gefeuert, dann auf den Gegner. Ich habe gerade die Erfahrung, weil ich kriege von der Spinne. Also kann ich sie auch leben lassen. So, Erfahrung. Oh, shit. Warte mal, gibt es da auch noch einen anderen Weg? Jetzt bin ich tot. Nee, und das ist zu weit, wie ich gerade feststellen durfte. Na gut, immerhin weiß ich das jetzt. Ich glaube, bei mir wären es sehr viel mehr als 349 Tode. Durch Phasen wie diese jetzt gerade. Wo ich ca. 100 Mal in 10 Minuten sterbe. Muss ich jetzt echt bei dem Laser wieder hoch? Holy crap. Und hier, da kriege ich dann später wahrscheinlich auch noch einen Stampfer, mit dem ich dann wieder da runter kann. So. Adieu. Ich hätte auch schnell reisen können, ich Göppel, aber egal. Nur so lernt man. Ja, das war alles Absicht. Alles. Hätte ich überhaupt schnell reisen können? Ich glaube nicht. Okay.
Links bei den Lasern die Wand hoch. Ja, kann ich mal gucken. Moment, Moment, Moment. Okay, aber... Okay, dann gehe ich hier lang. Obwohl, da sind jetzt vielleicht auch noch Wege, wo ich... Obwohl, kann ich auch von oben wieder rangehen. Okay. Cooli. Nein! Wieso speichere ich denn nicht genug, ich Idiot? Oh, dammit, oh, dammit! Wenn ich Sachen beim ersten Anlauf schaffe und beim zweiten dann nicht mehr. Ich könnte mich manchmal so selber schlagen. Beim ersten schaffe und beim zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Mal nicht mehr. So. Ja, mein Trampolin war doch auch noch irgendwas, oder? War mir nicht so. Ah ja, Moment mal. Ah ne, das war ja... Das war ja der gefährliche Bereich, den ich noch meiden sollte. Wo meintest du denn bei den Trampolinen? Okay, wie kommt man in diese Bereiche rein? Die sind ja völlig abgeschottet vom Rest. Da, der da. Der da auch. Ne, hier ging es ja zu diesen gefährlichen Gegnern. Wie kommt man denn in so eine Gebiete? Ne, okay, das da führt sogar noch einen Weg hin. Aber wie kommt man denn in das in der Mitte? Okay, ich habe ja jetzt meinen Checkpoint da. Ich will jetzt nochmal ganz kurz gucken. Okay, mit dem Double Jump komme ich jetzt wahrscheinlich schon bei ganz vielen anderen Orten wieder hin. Nein, nein. Nee, okay, hier werde ich noch nicht irgendwo hochkommen. Nee, okay. Hat sich das auch erledigt? Auf der rechten Baumrindenseite, der Baum in der Mitte. Also der Baum hier, ja, auf der rechten Seite. Ah. Ah ja, ich sehe es. Ja.
Okay. Ja. Okay, ich kann hier rein, aber ich brauche den Stampfer. Okay. Na gut, haben wir das aber auf jeden Fall geklärt und ich kann mir das Ganze sparen. Scheiß auf die Biss. Habe ich jetzt irgendwo Erfahrung eingesammelt? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. So. Auf starken Umwegen und mit unnötigen Verletzungen zurück zum Ziel. Holy Christ. Geschafft. Ich trete das gleich. Ich möchte jetzt aber schon noch gucken, ob ich mit dem Double Jump hier drüben noch an den einen oder anderen Ort vielleicht rankomme. Na gut, machen wir es anders. Asibraut, ich mache den Ginsobaum beim nächsten Mal. Ich gucke jetzt noch hier schnell in dem Gebiet, ob ich jetzt hier noch an neue Orte kann. Mit meinem neuen Double Jump. Denn ich denke, das wird so sein. Ach ne, da war das. Ja, und dann würde ich mich nämlich auch hinlegen. Aha. Eine Fähigkeitszelle. Sehr gut, das ist doch schon mal ordentlich. Alles klar. Gute Nacht, Asibraut. Danke fürs Dabeisein. Und ja, ich werde jetzt die Tage immer mal wieder Ori streamen und hoffe, dass ich es durchkriege, bis mein nächstes Projekt kommt. Ich komme hier gar nicht mehr wieder hoch, dann, wa? Ach doch, hier. Nee, aber ich komme nicht. Doch. So, erstmal den Fähigkeitspunkt ausgeben. Und zwar für die Streuflamme. Lichtstrahl habe ich noch nicht. Okay, dann kann ich dann erstmal hier weitermachen. Ah, das sieht doch schon besser aus. Okay, das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist sehr, sehr hilfreich. Außer man springt in die Gegner rein, dann nicht. Kaum geht Asibraut, stürzt der Chat ab. Sehr gut. Ja, und auch vielen Dank an die anderen
6 Zuschauer, die noch da sind. Das war jetzt gerade nicht schreiben, aber es freut mich trotzdem sehr, dass ihr zuseht. Bei einem doch seltenen Spiel und... Und ein Follow. Für den Follow natürlich auch. Okay, Konzentration. Die letzten paar Minuten dieses Spiels für heute. Konzentration. Du packst das. Okay, es ist aber auch sehr viel stärker jetzt. Ja, eine Szene, die vorhin noch mega brenzlig war, ist jetzt sogar ganz gut machbar. Okay, also das hier ist der da, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Und hier kann ich trotzdem noch nicht ran. Alright. Ich glaube tatsächlich, dass der Double Jump mir hier tatsächlich nichts nutzt. Ah ja, hier geht es noch zum Dornensumpf. Hier kann ich also noch in ein ganz neues Gebiet rein. Und jetzt sterbe ich. Ja, will ich jetzt noch zum Dornensumpf? Eigentlich schon. Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich schon. Ich glaube, da ist nämlich tatsächlich auch nur noch dieses Mini-Ding. Und das war's dann. Okay, aber wir sind jetzt deutlich stärker. Das geht hier alles sehr viel schneller von der Hand jetzt mittlerweile. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich überlege tatsächlich wirklich die Kampffähigkeiten so schnell wie möglich hoch zu boosten. Und immer wenn ich da gerade nichts machen kann, dann so, aber wenn ich das jetzt vorhabe, dann speichere ich hier doch nochmal. Aus gutem Grund. Er kann auch kacken. Das wusste ich nicht. Das war mir nicht klar. Ich will jetzt schon noch den Anfang vom Dornensumpf sehen. Hoch komme ich ja ohne Probleme wieder. So, nochmal. Kann man damit nicht kaputt machen, ne? Nee, okay. Okay, gut. Das hat sich jetzt... Hat sich jetzt so semi gelohnt. Muss man gestehen. War eher so semi gut. Aber gut, was soll's. Wir haben noch ein bisschen Erfahrung mitgenommen. Das schadet eigentlich nie.
jetzt können wir dann ins neue Gebiet reingehen und da können wir bestimmt gleich speichern. Nehme ich mal an, wenn ich jetzt nicht noch sterbe. Da können wir dann bestimmt speichern und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Jetzt, Chat, bin ich noch da? Weil mein Bildschirm zeigt mir jetzt gerade schwarz an. Bin noch da, okay. Gut, dann betreten wir jetzt noch das neue Gebiet. Und ich hoffe mal, dass es hier speichert. Ich gehe mal davon aus, dass es hier speichert. Das Wasser von Nibel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen, das Herz des Ginsu-Baums finden. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt gespeichert wurde. Und wenn nicht, dann... Huch! Nee, Speicherpunkt ist ja auch nicht in der Nähe. Hm. Sonst hätte ich nochmal schnell manuell gespeichert. Gut. Bisschen doof, aber wenn nicht, muss ich halt beim nächsten Mal von da unten wieder loslaufen. Ist ja auch nicht so tragisch. Ich werde jetzt ins Bett gehen, weil morgen steht der Frühdienst an und da möchte ich natürlich trotzdem fit auf Arbeit sein. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Bilanz, in knapp 3 Stunden bin ich jetzt 132 Mal gestorben und habe 20% des Spiels knapp, also 19% des Spiels erledigt. Ja, wenn wir das hochrechnen, dann kommen wir auf über 600 Tode, wenn das auf die 100% so weitergeht. Das wird spaßig. Ich bin gespannt. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Dabeisein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Ori and the Blind Forest. Bis dahin, euer Gauton. Ciao.